Moin ihr Lieben, ich zeige euch heute meine schönsten Momente 2016. Ich habe euch einige Turniersequenzen zusammengeschnitten. Ich werde das Ganze kommentieren und ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß beim Anschauen! Los ging unsere Saison in Mechtersen. Dort sind wir eine Vielseitigkeit geritten, der Klasse A ein Stern. Das ist bei uns gleichzeitig die Kreismeisterschaft der jungen Reiter, Junioren und Reiter. Im Springen konnten wir durch einen schnellen Ritt uns den zweiten Platz sichern. Und ob das, obwohl ich meinen Bügel zwischendurch verloren hatte und ich dann auch letztendlich ohne Bügel ins Ziel geritten bin, da hat mir dunkel viel geholfen. Durch eine solide Runde im Gelände und eine gute Dressur konnten wir uns am Ende den Titel der Kreismeisterin sichern, wo wir im letzten Jahr Vize-Kreismeister geworden sind. In Mechtersen fange ich wir eigentlich immer unsere Saison an, da wir keine Halle haben und dieses Turnier immer im April ist und ich da immer noch ganz gut zukomme, dunkel genug zu trainieren, damit er fit genug ist für eine ganze Vielseitigkeit. Mein persönliches Highlight war eigentlich das Turnier in Meckelfeld. Dort sind wir einen Springen der Klasse A 2 Sterne geritten. Das Ganze war ein Zeitspringen, mein Stil war dort auch leider nicht so schön. Ich war zum ersten Mal in Meckelfeld und es hat mir dort wirklich gut gefallen. Die Atmosphäre war großartig und die Sprecherin war total niedlich, aber hört selbst. In dieser ersten Abteilung und Sie haben einen Riesenapplaus verdient, denn Sie haben eine tolle Runde gezeigt, meine Damen und Herren. Strafpunktfrei 45,54 Sekunden. Annika Grisard und Twilight Burning Duncan. Herzlichen Glückwunsch! In Dachtnissen sind wir dieses Jahr ein A1-Stern-Stierspringen geritten und ein L-Springen. Ich fand unsere Runde im A1-Stern eigentlich ziemlich schön. Ich bin dort noch ein zweites Pferd geritten, deswegen bin ich mit Duncan gleich als erste Starterin in dem Parcours, weswegen wir eine 7,3 bekamen und uns am Ende dann noch eine Salatstreife sichern konnten. In L-Springen war Dunki wirklich gut dabei und am Ende hat es eigentlich nur zu einer Platzierung gefehlt, beziehungsweise zu einem Durchkommen, weil ich vor dem letzten Sprung Angst hatte und ihn dreimal davor abgewendet habe und wir dadurch ausgeschieden sind. Aber er ist wirklich toll gesprungen und ich bin wirklich stolz auf ihn. Ich hoffe, wir können nächstes Jahr wieder so schön durch den L springen. Fliegen. Dachtnissen ist wirklich ein schönes Turnier. Dort bin ich jedes Jahr wieder gerne. Am darauffolgenden Wochenende war ich dann mit Dunjam in Tostedt unterwegs. Dort sind wir ein A1-Stern-Stierspringen geritten. Das war erst ein zweites A-Springen und ich war wirklich froh, dass wir mit nur einer Verweigerung dort durchgekommen sind, weil dann noch manchmal nicht ganz so einfach ist. Aber er hat bewiesen, dass er wirklich gut springen kann und damit sind wir sehr zufrieden. In Stube habe ich mir meinen kleinen Kindheitstraum erfüllt und bin endlich mal ein Pferderennen mitgeritten. Die Pferde werden an der gedachten Startlinie aus das Galopprennen. Jetzt. Und Start zum Rennen-Elfmarsch-Galopprennen auf dem Preis von Campingplatz Strobel. Hier hat Samoon vor Twilight Burning Duncan das Kommando. 4 vor der 7. Ganz vorne ist weiter Samoon auf Position 1 gefolgt von Twilight Burning Duncan auf dem zweiten Rang. Lucky Mix. Zu unserer Überraschung sind wir sogar ziemlich gut abgeschnitten, denn Duncan ist ein Pony und wir sind dann als einziges Pony an den Start gegangen. Und Stoppe, seid ihr noch da? Hallo, ich will euch hören! Ich
Das sind jetzt noch 400 Meter vielleicht bis zum Ziel. Dahinter das 10, 12 Meter sind es bis zu Twilight Burning Duncan auf den zweiten Rang. Aber dahinter kommt Twilight Burning Duncan noch mal ein bisschen näher ran. Vorne ist Samu. Jetzt geht's durch die Zielgerade. Stoffel macht Ranau. Und noch dann zweiter bleibt die 7 Twilight Burning Duncan am Hintergrieser. Das im darauffolgenden Turnier sind wir dann wieder ein A2-Stände Zeitspringen geritten. Da bin ich wirklich wieder sehr unschön geritten, kann man sagen. Duncan hat mir da wieder geholfen, vor allem bei der einen Distanz. Und hätte ich die eine Kurve direkt nach Sprung 2 mich viel zu groß geritten, hätten wir diese Prüfung auch locker vor uns entscheiden können. Aber so sollte es nicht sein, also wurde es der zweite Platz. Weiter ging es in den Burgleben, das ist immer wieder eine schöne Vielseitigkeit dort. Ich bin da dieses Jahr die A1-Stern-Vielseitigkeit mitgeritten, konnte dort im Springen mit einer guten 7er-Note eine Salatschleife mitnehmen und in dem Geländeritt der Klasse A1-Stern konnten wir mit einer 7,8 den ersten Reserverang belegen, genauso wie im A2-Sterne-Geländeritt. Ein bisschen ärgerlich, die Reserveringe, aber was will man machen? Im September waren wir dann mit Phoenix auf einer Native-Show. Phoenix ist ein 7-jähriges Connemara Pony, mein Highland Pony. Phoenix stand zu diesem Zeitpunkt zum Verkauf. Es war sein erstes Turnier und er war zu dem Zeitpunkt ca. 2 Monate geritten und wir waren mächtig stolz darauf, wie er sich präsentiert hat. Um den Tag als perfekt abzurunden, wurde Phoenix dann auch noch Sieger seiner Satteklasse und auch noch Sieger des Tages, das heißt Best in Show. Und somit war er dort laut dem Richter das schönste Pony an diesem Tag. Es waren ungefähr 50 Ponys am Start. Unser Saisonende fand in Scharnebeck statt. Dort bin ich ein A1-Stern-Stilspringen geritten, ein A2-Sterne-Zeit und ein L-Springen. Leider hatten wir im A2-Sterne 3 Fehler und im L-Springen hat mich mal wieder der Mut verlassen, weswegen wir nur im A1-Stern eine Schleife mit nach Hause nehmen konnten, womit ich aber mehr als zufrieden bin. Außerdem fand ich dieses Turnier wirklich besonders schön, weil dort die Besitzerin von Dundrum mit ihm eine Prüfung gewinnen konnte und das war deren erste Platzierung und wir waren wirklich sehr glücklich.